Hallihallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zurück zu einem, man möchte es kaum glauben, Couchcast. Er ist aber nicht ganz so couchig wie vielleicht beim letzten Mal. Die Couch ist ziemlich voll und zwar aufgrund der zahlreichen lieben, netten Menschen, die wir hier haben. Die meisten werdet ihr vielleicht sogar kennen. Gehen wir mal die üblichen Verdächtigen durch. Ich bin wie immer euer Jaden und das da ist der Brox. Ja, und der Jaden lügt. Was? Der Jaden lügt, wir sitzen doch gar nicht auf einer Couch. Ja, tun wir auch nicht, habe ich ja gesagt. Ja, aber du lügst trotzdem. Hier ist der Jaden. Das war eine metaphorische Couch. Lass es halt eine metaphorische Couch sein, ist doch okay, oder? Ich weiß nicht mal mehr, wer mein Name ist, aber jetzt dürfen sich die anderen Lachenden auch mal vorstellen. Ja, fangen wir vielleicht gleich einmal mit den lieben Jungs von der Daddelkiste an. Fangen wir mal mit dem Pascal an. Wer bist du? Was tust du? Also, ich bin Pascal Maddox von der Daddelkiste und mach Horrorzeug. Ja. Straightforward. Ja, krass. Ja, ist auch gleich der nächste Kollege von der Daddelkiste. Genau. Ich bin der Fiernaut, auch von der Daddelkiste, ja klar. Und ich bin eher so für die LoL-Section zuständig. Bei uns auf dem Kanal. Ja, das war's. So, und jetzt der, ich möchte ihn fast den Wildcard-Guest heute nennen. Weil der passt in die Runde aus Playern hier ja irgendwie fast gar nicht rein. Ja, ich bin der Grain. Ich mache niveaulose Comedy seit 2015. Und ich habe nicht so viel Ahnung wie die anderen, denke ich mal, aber es ist mir egal. Wir können auf jeden Fall garantieren, es wird eine witzige Runde. Glaube ich. Das ist schon nicht mehr garantiert, was rede ich eigentlich so. So, dann haben wir auch Punkt 1 von unserer wundervollen Liste abgehakt und können zu Punkt 2 übergehen, nämlich heute soll es um Folgendes gehen, nämlich um die VR-Geräte, die uns 2016 erwarten. 2016, das Jahr der VR, wird es gerne genannt, ist es aber nur im entferntesten Sinne, wenn man bedenkt, dass VR noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt. Tja. Wieso das und weshalb und warum redet man jetzt so viel drüber? Weil die ersten drei großen Geräte jetzt nicht nur einen Preis, sondern auch ein Release-Datum und zwar in diesem Jahr 2016 haben und deshalb werden wir die mal drüber gehen. Und zwar einmal das Oculus Rift, der, ich möchte ihn fast Vorreiter der VR der Modernen nennen. Wir haben irrsinnig viel ewig immer drüber gehört, dann war es lange in Entwicklung, dann gab es noch ein Development-Kit, dann gab es noch ein Development-Kit. Ich muss das kurz mal für all die Zuhörer erklären, wo das Gelächter gerade herkommt. Oder möchte das der Pascal vielleicht lieber zu? Nee, mach du schon. Oh, Digga. Das war ja fucking ernst. Dann hat das große Haus Facebook was mit Oculus zu tun gehabt oder immer noch? Ja, stimmt. Es geht halt immer wieder weiter mit Oculus. Und ja. Gehen wir über zum nächsten Teil, nämlich zum HTC Vive. Darum wird es heute auch noch gehen, dass die Room Experience, wie sie so schön genannt wird in der Industrie momentan, mal schauen, ob da auch noch was anderes dahinter steckt als nur das. Und das meiner Meinung nach geilste an der ganzen Sache, weil es vor allem am Preis leistungstechnisch besten ist, das PlayStation VR. Wo tatsächlich der liebe Prox und ich ein bisschen was über Hands-on Experience erzählen können. Ich weiß nicht, wie das mit den anderen ausschaut. Nur habe ich nur ein bisschen informiert jetzt über die ganzen Geräte. Okay. Weil wir haben nämlich das große Glück gehabt, mit einem Game City Presseausweis und Pressetermine für das PlayStation VR Headset zu ergattern. Und da haben wir ein bisschen gespielt und das war schon sehr cool. Ja. Dann können wir auch eigentlich schon, das ist eine gute Überleitung, nämlich zu persönlichen Erfahrungen mit VR. Wie schauen wir denn da aus? Also abgesehen von uns, wir haben jetzt einmal persönliche Erfahrungen definitiv mit PlayStation VR gemacht, aber gehen wir mal in die Runde durch. Hat irgendwer von euch schon irgendwie VR-Erfahrung? Nee, eigentlich nicht. Nee, auch noch nie selber benutzt, also nur so gesehen und gehört. Na, ich leider auch nicht. Nur auf der Gamescom gesehen und konnte es mir vielleicht nur ausmalen, aber... War die Schlange so lang oder was? Ja. Battlefront, ne? Da wollte ich an der Stelle eher mal kurz fragen, wie schaut's aus, hat wer von euch das ein bisschen verfolgt, auch die komplette Entwicklung von den VR-Geräten, also so von Oculus und so, war da wer von euch vielleicht etwas erpichter darauf? Ja, und zwar dachte ich mir, damals die Oculus, die war schon geil, ne? Aber mir passte einfach die Qualität nicht und ich wollte jetzt einfach warten, weil das gute Stück kostet ja 399 Euro oder so.
bis es die auch... Die Oculus ist auf, ich habe es sogar hier nebenbei offen, warte mal ganz kurz. 741 Euro inklusive Versand nach Deutschland. Ja. 599 ist der eigentliche Preis, also der Dollarpreis tatsächlich, ja. Ja, da lohnt sich das eigentlich mehr, bis die Qualität besser ist und es auch dann dementsprechend das Geld wert ist eigentlich. Das ist auch eine Diskussion, die oft in den Raum gestellt wird tatsächlich, nämlich ist es das Geld tatsächlich wert, und da hört man ja auch viele unterschiedliche Meinungen. Das höre ich jetzt aber auch schon oft, dass viele, uroft schon, dass viele sagen, naja, ich kaufe es mir nicht gleich, sondern ich warte erst, wie sich das entwickelt, weil das sind erst die ersten Geräte, wer weiß, wie gut die sind. Das höre ich sehr, sehr oft. Hm. Es ist natürlich auch legitim, also ganz ehrlich. Wie sieht sonst ihr das noch denn? Sonst noch irgendwer Interesse bisher an VR gehabt, noch bevor jetzt so groß die Ankündigungen kamen, oder? Ja, also ich habe das auch schon weiter verfolgt. Also als das erste Mal das Thema in den Raum geschmissen worden ist, wurde ich schon hellhörig, aber die ersten Geräte waren schon echt krass. Also in diesem Sinne krass, weil die meisten Menschen sich nach einer halben Stunde lang mit dem Gerät dann irgendwie übergeben haben oder so, weil die Qualität die Auflösung der Bildschirme total gering war. Ja. Ah, da können wir vielleicht kurz einmal auf die technische Seite ein bisschen näher eingehen. Beleuchten wir das an der Stelle einmal. Du bist ja das der Einzige von uns beiden, der sowohl Oculus als auch PlayStation VR aufhatte. Ja, tatsächlich. Das war das die Sache ist folgende. DevKit 1, glaube ich, von der Oculus, oder das DevKit 2? Das war tatsächlich das DevKit 1 von der Oculus, und ich verstehe genau, was du meinst, weil die Sache mit der Motion Sickness ist die. Das Oculus Development Kit 1 hatte nämlich eine viel zu niedrige Herzfrequenz noch für komfortable Anwendungen in Wirklichkeit. Das wurde ja mittlerweile mehr oder minder behoben, weil ja die Herzfrequenzen mehr als verdoppelt worden sind tatsächlich mittlerweile. Also die Bildwiederholungsraten und alles. Und das wiederum sorgt dafür, dass zumindest die Motion Sickness jetzt nach der Testerei angeblich fast gänzlichst weg ist, sogar für Leute, die an sich schon bei Videospielen gerne mal Motion Sick werden. Das ist ja geil. Ich hatte nämlich dasselbe Problem bei so einer Art Rail-Fahrt, also so einem vorgefertigten Pfad in einer 3D-Umgebung mit dem Oculus Development Kit 1. Und da habe ich auch schon so Momente gehabt, da ist mir ein bisschen schwindelig geworden. Also es wird wirklich an der Herzfrequenz liegen, weil mit dem PlayStation VR war es komplett egal, also egal wie sich das bewegt hat oder alles, also das war komplett flüssig, und mir hat es tatsächlich, es hat sich nicht fremd angefühlt. Auf jeden Fall, also zum PlayStation VR muss ich auch dazu sagen, dass allein schon das erste Mal aufsetzen, das ist so extrem super leicht, obwohl es das schwerste von allen drei ist, weil es halt einfach quasi wie ein Hut auf deinem Kopf sitzt, also wie ein Kapperl vorne auf der Stirn und hinten im Nacken quasi. Und was ich so cool finde, in dem Moment, wo die Schärfe eingestellt ist und sie dir die Kopfhörer aufgesetzt haben, war ich drinnen. Danke, Rest interessiert mich schon nicht mehr. Ich bin in diesem Gerät. Und überall diese, ich schwärme so gern von diesen roten Funken, die da rumgeflogen sind. Das ist so Nebel mit so Funken und alles. Ja, das ist das Menü vor dem Spiel, ja. PlayStation VR, natürlich Werbung, aber es ist genial. Und du, das erste Mal so ein Headset auf in deinem Leben und du denkst nur, what the fuck, wie geil ist das? Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr auf die Gamescom fahrt, dann schaut, dass euch da ganz, ganz, ganz schnell anstellt. Mhm. Ja, die Empfehlung spreche ich auf jeden Fall auch aus. Vor allem die Move-Controller, die da immer Wahnsinn. Bei den Demos dazuschmeißen, sind so dermaßen intuitiv. Also du denkst gar nicht drüber nach, ob du jetzt was für eine Taste du jetzt drückst oder so. Ich habe bis zu dem Tag tatsächlich noch nie einen Move-Controller in der Hand gehabt. Aber ich habe sofort gewusst, okay gut, wenn ich was greifen will, drücke ich den Trigger und das passt, das funktioniert. Und mein erster Gedanke war, okay gut, da brauche ich ja ur viele Knöpfe, weil ich muss mich irgendwie bewegen, ich muss irgendwie das Menü vielleicht oder hier und da. Aber nein, du kannst ja alles, wenn du Hände hast und diese bewegen kannst, dann kannst du ja alles mit deinen Händen machen. Du brauchst keinen weiteren Knopf. Stimmt. Ja, und das ist halt ziemlich awesome. Also das intuitive Gefühl beim Spielen ist es echt wert, da mal zumindest reinzuschauen. Ja. Und ich verstehe auch, was ihr meint mit dem Punkt vom Preis tatsächlich, weil mir jetzt $599 oder wenn man es tatsächlich nach Österreich oder Deutschland bestellen würde, fürs Oculus jetzt da mit 700 Euro oder 800 Euro zu Buche schlägt, und das ist mir irgendwie zu viel für First Wave Adopter-Geschichten, ja. Also so Early Adopting-Geschichten. Und man muss dazu sagen, das HTC Vive ist mit einem Grundpreis von 899 Euro plus 61,20 Euro Shipping, also insgesamt 960 Euro auch
recht teuer, möchte ich meinen. Ja, ja, aber das Vive kommt mit ein bisschen mehr als das Oculus, das stimmt, muss man auch dazu wieder sagen. Und mit mehr Anwendungsmöglichkeiten. Ja, auf jeden Fall. Vive kommt ja mit, Oculus kommt mit Eve Valkyrie, glaube ich, oder? Oder was ist das? Oculus kommt mit Lucky's Tale, Eve Valkyrie als Software, kommt mit einem Xbox One Controller, sehr fragwürdige Entscheidung. Vor allem, weil die meisten Gamer einen Xbox One Controller für einen PC zu Hause liegen haben. Ja. Also der ist ja an sich schon nicht so billig, sage ich jetzt einmal. Also um den jetzt da an der Stelle auch nochmal, jeder könnte ihn jetzt wahrscheinlich in die Höhe halten da. Nein. Ja. Okay, nicht jeder. Oh. Ja, nicht hier liegen gerade. Aber es ist irgendwo einer, das meine ich aber. Und der ist ja auch sauteuer eigentlich. Und da nochmal in Wirklichkeit drauf zu zahlen bei dem Paket, finde ich auch ein bisschen dämlich. Ich meine, ist ja schön und gut, dass das Ding irgendwie nur einen Sensor braucht, das Oculus, aber ja, ich meine, das Vive kommt halt mit zwei, ne? Ja. Was halt die Raumbestimmung des Geräts natürlich viel präziser macht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde mal eins, also ich weiß noch nicht, ob ich mir das Oculus zulege oder das Vive, aber ich tendiere fürs Vive und halt eben ein Bundle, es wird hundertprozentig ein PlayStation VR Bundle kommen, weil ich habe ja noch keine PS4. Zu Weihnachten, und spätestens. Allein der Preis. Die PlayStation kostet jetzt 350 Euro plus noch einmal 400 fürs Ding, sind bei 800 Euro und du hast ein fucking Spielsystem plus das Ding dabei. Eigentlich quasi noch ein Konsolen-Enhancer-Modul, das dabei ist bei der Brille, die dir leistet. Da werden wir dann vielleicht später auch noch einmal ein bisschen drüber reden, genau. Weil nämlich die PlayStation VR möglicherweise ein bisschen eine Mogelpackung ist vom Preis her. Aber da reden wir dann nachher noch drüber. ich würde sagen, das war's. Ich meine, wir haben jetzt da schon recht viel Grund, sage ich jetzt einmal, gut gemacht. Und ich würde sagen, wir, bevor wir jetzt ins erste große Thema, nämlich das Oculus Rift, ein bisschen genauer eingehen, würde ich sagen, machen wir ganz kurze Pause. Es gibt für euch zum Hören jetzt wieder einen OC-Remix-Track, eingeblendet im Bild auch der Name und unten in der Beschreibung könnt ihr auch den Download-Link finden. Also, bis gleich. Schababa. Tschüss. Tschüss. Ja, bis nachher.
Hab ja irgendwie gehört, dass Google auch an was arbeitet bezüglich Virtual Reality. Ja, die Google Cardboard Glass oder was? Nee, irgendwie das Google Cardboard, da können wir auch noch drüber reden. Ne? Ja, ich habe auch sehr viel Karton da liegen. Ich kann auch mein Handy da vorhin. Ja. Wow. Nee, aber vielleicht Microsoft HoloLens, das ist auch noch ein sehr interessantes Thema. Ja, aber da gibt es viel zu wenig Konkretes drüber. Ja. Ich meine, wir können dann gern noch am Ende auch ein bisschen darüber reden, warum eigentlich nicht. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ah, schön. Sag mal, wie heißt eigentlich dieses komische Gestell, was man auch mit der Brille gepaart einsetzen kann? Da gab es doch irgendwie so ein Kickstarter-Projekt oder irgendwie sowas. Mit dem Sitz. Du meinst die Treadmill, glaube ich, wo du drin stehst, oder? Genau, mit diesem rutschen Boden da, ne? Genau, ja. Das ist ein österreichisches Kickstarter-Projekt gewesen tatsächlich zum VR. Ja. Oh. Ich muss ehrlich sagen. Background Informations. Ich muss ehrlich sagen, kannst du das Thema dann bitte wenn wir wieder drin sind, dann nochmal ansprechen, weil das ist vielleicht gar nicht so blöd, ja. Und da können wir vielleicht auch ein bisschen drüber. Ihr dürft sie noch ein bisschen unterbrechen, wenn ihr was. Ja, ihr dürft mich gerne unterbrechen, wenn euch was zum Thema einfällt. Dieser Mann ist in einem Redeschwall und den unterbricht man nur, indem man ihn unterbricht. So. Ja, das kann mein Redeschwall existiert tatsächlich auch nur dafür, damit es keine tote Luft gibt, sozusagen. Ja, also damit ihr könnt es jederzeit einklinken euch, so wie es der liebe Brox die ganze Zeit macht. So funktioniert Kotschnups und nicht anders. Ja, halt nicht unbedingt rudely interrupten, wie es der Grain jetzt die ganze Zeit gemacht hat. Ja, das ist ja Wahnsinn. Kann sich nicht einmal zurückhalten, der Mann. Tut mir leid, ich bin einfach so wie so ein Ochse, ich muss einfach. Ja. Oh, der plant gerade nebenbei ein neues Video. Als Pascal das Schild in die Kamera gezeigt hat, ich konnte nicht anders. Ja, ja. Ich hätte am liebsten wäre ich durch das Bild durchgesprungen. In seine Arme. Ich bin so froh über dieses Pausengebrabbel auch, weil da wird viel auch seinen Weg in den Podcast. Oh je, scheiße. Oh scheiße, warum sagst du mir das jetzt erst? Was habt ihr alle mit dem Eis heute? What the? Ich geh mir ich hol mal kein Eis holen. Aus Prinzip. Ah, schön. Eis ist super. Ja. Oh ja. Ich bin zu arm für Eis. Die Werbeeinnahmen waren diesen Monat leider nicht so gut. So niedrig, dass du dir nicht mal ein Eis leisten kannst? Nee, nur 45 Cent. Ihr müsst echt mal mehr auf die Werbung draufklicken. Ich klicke jedes Mal drauf. Aber das Problem ist, dass du da, keine Ahnung, rote Kreise auf Amazon bewirbst. Ja, das ist doch Classic, oder? Wer macht das nicht? Ich will keinen roten Kreis kaufen, wenn ich ihn mir doch selber nicht machen kann. Warte mal, gibt's rote Kreise auf Amazon? Ich glaube, das irgendwie so. Würde ich jetzt echt mal gerne wissen. Es gibt alles auf Amazon. Seit wann hast du eigentlich einen Stream-Kanal? Seit 28. Juli 2014. Ist der Stream über YouTube eigentlich besser, oder? Nein, roter der Kreis. Der braucht viel mehr Qualität. Der ist halt einfach. Ja. Den hast du halt dann auf YouTube. Heißt, wenn einer deinen Kanal verfolgt, siehst du direkt, du bist am Livestream. Weil du brauchst einfach mal fast ein Drittel mehr von Bitrate her. Ah, scheiße, Mann. Oh mein Gott, roter Kreis. Mit der Affe guckt so nach dem Motto, oh geil. Oh geil, ich schleck oh, geil, zu. Mein Eis hat die Tage, ja geil. Lecker Schmecker. Oh Gott. Da vom Edgar Wallace gibt's auch der rote Kreis. Das war fett Schleichwerbung, so. Das ist echt so eine scheiß Schleichwerbung. Ja, immer diese Produktplatzierung hier in Deutschland. Ja, kannst du ein neues Video drüber machen. Ja, ist eine gute Idee. Scheiß Produktplatzierung. Und scheiß Produktplatzierung, kauft meinen Scheiß. Musst aber, ey, aber während du das sagst, musst du ein Coca-Cola-Cappy aufhaben, ein Red Bull in der Hand und ein Monster-T-Shirt, ja. Und ganz wieder ein Flying so. Mann, ey, scheiße. Wer mich zuerst kontaktiert, kriegt den Merchant-Deal. Ah, boah, da kann ich mich an unsere Now-Loading-Sendungen erinnern, unsere wöchentlichen News unter Anführungsstrichen, wo man echt jedes Mal die Dosen am Tisch stehen gehabt haben von Pepsi oder was auch immer. Alles Mögliche. Ja. Und wir haben es jedes Mal immer wieder angesprochen, wenn uns wer sponsern will, gerne. Gibt's ja auch Leute, ne? Ja, angeblich. So ein Pascal. Ja, also. Gut, ne? Okay. Ey, weil verdienen wir mehr als du, ne? Deswegen.
Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Das ist eine richtige Lüge. Nee, du kannst nur ein Trinkpäckchen holen. Wir können uns einen ganzen Karton kaufen. Ich kann mir jetzt sogar schon zwei kaufen. Oh. Ich kann mir sogar echt zwei kaufen. Nee, wir waren gestern in der Shisha-Bar, ne? Mhm. Und dann hatte, also halt, ich halt an einem Automaten da gespielt, ne? Hab erstmal 5 Euro verzockt, ne? Ich war eigentlich erst 8 Euro im Plus und hab dann 5 Euro runtergewirtschaftet. Oh, Junge. War auch immer eine geile Aktion, ne? Und ein Freund von mir stellt sich da hin, ne? Der saß halt die ganze Zeit neben mir. Ich so, oh, scheiße, scheiße. Und der so, boah, geil, ne? Der hat, ohne Witz, der hat da irgendwo 5 oder 10 Euro hat der bezahlt gehabt, ne? Der ist mit plus 70 rausgegangen, ne? Boah. Ich dachte so, Digga, will der mich eigentlich ficken oder was, ne? Ja, war schon ganz frech. Hm. Was lernen wir daraus? Nächstes Mal mehr Geld. Ja, genau das. Ich habe jetzt echt abgewartet, was kommt, und ja, es war wie erwartet. So muss das sein. Glücksspiel wird endorsed. Wie erwartet, unlustig. Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück aus dieser kleinen musikalischen Break, die gar nicht so klein war für uns, aber für euch vielleicht schon. Ja, wir gehen zum nächsten Thema über, nämlich zum ersten großen Gerät, dem Oculus Rift. Das erste, das tatsächlich angekündigt wurde. Du hast großes Gerät gesagt. Ja, ich habe auch ein großes Gerät hier in meiner Nicht-Hose. Nee, Mann, hat der nicht rausgehauen. Ich dachte mir schon, warum lacht er so, Prox? Ja, warum wohl? Also im elektronischen Sinne. Der einzige Grund, warum der Prox jemals lacht, ist, weil er in seinem Kopf schon einen Penis-Joke vorbereitet. Den ich mir für die nächsten Couch-Sessions aufheben muss, echt. Wobei, wenn ich mir unsere letzte Session so vor Augen führe. Also ich glaube, wir sind durch einmal fürs Erste mit Penis-Jokes. Wir haben 3 Personen lang nur Penis-Jokes nacheinander rausgehauen. Aber das ist nicht der, wie viele Penis-Jokes die Couch-Jokes machen Podcast, das ist der VR-Podcast. Oculus Rift, der erste große Renner, was VR angeht. Das war das erste Gerät, wo wir gesagt haben, oh, die erste VR-Brille nach den
90ern. Nach dem Virtual Boy von Nintendo. Ja. Mhm. Hey, das vibriert. Nein, das war was anderes. Das war dieses komische Vibrationsding für die Ladies. Oh. Bei mir vibriert was ganz anderes. Oh Mann. Wo waren wir jetzt eigentlich? Oculus Rift. Basti, du hast das Wort. Grain. Achso, ja. Entschuldigung. Wozu ging es jetzt nochmal? Oculus Rift. Ich glaube, es ging ums Oculus. Also Oculus Rift. Das war so das Erste. Erstmal überlegen, so, hä, was ist das nochmal? An dieser Stelle verwandelt sich der VR-Podcast. Ich fasse es nicht. An dieser Stelle verwandelt sich der VR-Podcast offiziell in den Wir machen ein bisschen mehr Blödsinn-Podcast. Und reden auch mal über VR. Ich hoffe, es gefällt allen. Also wie Couch Talk, so immer wieder vom hin und wieder. Herzlich willkommen zu zum Couchcast. Hin und wieder reden wir über das Thema, auf das wir eigentlich hin wollten. Meistens eher nicht. Also, ich rede mal ein bisschen über technische Fakten vom Oculus. Ich habe nämlich gerade das technische Blatt vor mir. Okay? Okay. Sichtfeld. Ja, du musst jetzt nicht die Technikfakten vom Oculus runterlesen. Die Auflösung kann man auf 1080p oder 2160 mal 1200 Pixel. CV1, keine Ahnung, was das heißt, oder 1080 mal. Okay, gut, lass die Technik-Seite weg, hat das ist zu... OLED-Displays. Die Auflösung kam schon gut an, eigentlich. Ist ja, das VK, oder? Nee, ne? Nee. Das Problem an der Auflösung bei VR-Geräten ist, dass das Dual-Bildschirme Kombinationsauflösung macht. Das heißt, es sind neue Auflösungsgrößen, unter Anführungsstrichen, die so irgendwo sich im Nähter dazwischen dem, was wir kennen als Gamer und irgend so was ganz Spezielles bewegen. Also das ist immer so eine sehr abstruse Auflösung. Aber es ist so, es ist vergleichbar mit Full HD, also mit 1080p sozusagen. Und aufwärts teilweise. Nice, nice. Genau. Steckt ein rosa Ding da. Rosa Ding. Das hat er schon weggesteckt, du willst nicht wissen, wohin. Ja gut, also die Oculus Rift, ich ergreife jetzt mal das Wort. Ja. Also die Oculus Rift ist halt einfach, ich finde so, die Idee war gut so, ne? Aber die Spiele dafür waren einfach so alle dasselbe. Und die Spiele zum Zugucken waren auch jetzt nicht so interessant. Ich denke mal, wenn man das selber so gespielt hat, war das wahrscheinlich ein geiles Erlebnis. Aber wenn man es halt nicht selber so gespielt hat, dann ist es halt immer so ein bisschen... Ja, das kam halt immer so, die Qualität war halt nicht gut, man hat das immer nur auf diesem, es war immer so, wenn man das aufgenommen hat, muss man es immer auf seinem Auge so, muss man doch irgendwie auf einem Auge, dass man das sehen konnte oder so, ne? Mhm. Weil, das fand ich, das war so ein bisschen blöd gemacht, aber... Was ihr zu Hause gerade nicht sehen könnt, ist das rosa Maus, diese rosa Mausfigur, die der liebe Grain hat, die immer wieder auf einem anderen Ort in seinem Bildschirm hineinkommt. Mach dir das jetzt bitte kurz zur Aufgabe für den nächsten Videos, dass du das Ding einfach irgendwo im Raum versteckst. Das muss jetzt standardmäßig einfach Bestandteil jedes Grain-Videos werden. Das ist einfach immer irgendwo im Shot. Ja. Ja. Gut, was mir halt beim Oculus auch, um wieder aufs Thema zurückzukommen, was ich mir auch immer denke, wir haben ja hier jetzt drei Brillenträger in der Runde. Und inwiefern das kompatibel ist mit Brillen auch. Weil das PlayStation VR war ja kein Problem, was du gemeint hast. Das PlayStation VR ist tatsächlich komplett darauf ausgelegt gewesen, dass man es mit Brille aufsetzt tatsächlich. Also handelsübliche, halbwegs normale Brillen sind tatsächlich kein Problem. Beim Development Kit 1 vom Oculus ging das überhaupt nicht. Da sind aber extra zum Einschrauben so Teile dabei, also so Linsen dabei, die jeweils mehr oder minder so die... Sehstärke simulieren von einem Brillenträger. Also gibt es mehrere verschiedene und die soll man sich angeblich auch extra bestellen können und so. Also nur für 9,99 plus Versandkosten. Jetzt warum rufst du mich an, Pascal? Nee, das Bild ist einfach nur zu geil. Warte. Ja, zeig ja mein Profilbild. Also jetzt Pascal, jetzt hör mal zu, ja.
Ich habe aufgelegt, du Idiot. Ja, ich sehe es. Es ist ja nicht so, dass ihr euch trotzdem hört. Also. Oh, da geht's dann auf. Jetzt kann ich seine Meinung nicht sagen. Ihm seine Meinung nicht sagen. Ja, geil. Ja. 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 Oculus Rift, ne? Super. Ich sag's euch. Ich hab erwartet, dass es genauso laufen wird und das ist auch gut so. Aber ich finde einiges rausgeschickt. Weil VR-Talk an sich, und das wissen alle, die jetzt auch zuhören, genauso, ist einfach scheiße trocken. Was soll man da großartig reden? Ich meine, da muss man den Pod halt ein bisschen sweet machen und geht schon. Ja. Ja. Ich glaube, wir können da mal zu dem Punkt übergehen, vielleicht im Allgemeinen, wo man ein bisschen genauer drüber redet. Okay, gut, wie schaut's aus? Was ist jetzt vergleichsweise von den Geräten her sinnvoll? Was ist nicht sinnvoll? Ist es überhaupt sinnvoll, früh auf den VR-Markt mit einzusteigen? Irgendwelche Meinungen dazu? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, wenn man früh auf einen neuen Markt quasi einsteigt. Quasi den VR-Markt, ich werde auch drauf einsteigen, weil ich ganz einfach will, dass das Ding weiterführt. Und wenn alle sagen, nee, schaue ich mir erst einmal an und es keiner kauft, dann wird es da auch keinen Fortschritt geben. Und ich denke mal, gerade auch mit so einem Ding wie der, mit dem PlayStation VR oder scheißegal welche von den drei Brillen von den großen Free, denke ich mal, kann man jetzt so für den Anfang nicht viel falsch machen. Außer man hat jetzt wirklich kein Geld und wird so sein ganzes Erspartes raus, und dass man sich nichts mehr zu essen kaufen kann. Dann sage ich, nein, Leute, lasst die Finger davon. Aber wenn ihr mal rund 1000 Euro herumkugelt habt und einen PC, der annähernd kompatibel ist, da gibt es eh für jedes eigene Ding einen Check, und die PlayStation ist sowieso mal klasse drunter vom Preis her, denke ich nicht, dass es da ein Problem gibt. Und ich werde mein Urlaubsgeld dafür investieren, weil ich ja nicht auf Urlaub fahre, sondern das wird mein Urlaub in Zukunft. Hallo? Und ich habe schon gesehen, und das ist jetzt natürlich was komplett anderes, habe ich auch schon den vierten großen Player im Rennen. Weil wir haben HTC Vive, also besser gesagt das Steam VR, wir haben Oculus Rift, wir haben fucking PlayStation VR, und das Beste ist, wir haben jetzt Pornhub VR. Was? Kompatibel mit Flashlight. Ja, ja, ja. Ohne Spaß, das ist perfekt. Es gibt ja auch diesen Fick-mich-Controller so auf die Art, also im wahrsten Sinne des Wortes. Da gab es ja ein bisschen Kontroverse rundherum, nämlich so eine Art Flashlight-Controller. Ja, wo du einen Motion-Sensor hast. Und je nachdem die Geschwindigkeit des Pornos angepasst wirst, je schneller du... Das kombiniert mit einer VR-Brille und... also ich muss, glaube ich, keinem erklären, was das bedeutet. Nie wieder rausgehen, ja? Da kaufe ich mal schwarze Sprühdosen, sprüh die Fenster zu und lag jetzt davor. Ich plane ja jetzt gerade aktuell schon meinen Winterurlaub in Dead or Alive Extreme 3, ja? Also... Brüstesatz. Dementsprechend. Ja, nicht nur Brüstchen. Brüstchen, sag ich. Wir sehen gerade, die Maus hat ausgedient, die Milka-Kuh muss ran, oder ist es ein Pony? Schamlose Produktplatzierung. Das ist eine Milka-Kuh. Ja. Nee, lass die, die ist gerade. Guck mal, ignorieren, die läuft einfach gerade bis Brüst. Die Gras-Kuh. Bist so ein Spacko, Milka-Schokolade. Hätte ich vorher erwähnen sollen, dass das Bildmaterial keiner zu sehen kriegt, weil das niemand aufkriegt. Deswegen macht das ja. Achso. Deswegen haben auch alle ihre Webcams gerade an. Achso, okay, gut. Das ist aber, glaube ich, eine coole Frage. Ich glaube, da kann jeder Antwort dazu finden. Wenn ihr jetzt heute ein VR-Gerät hättet und ihr könntet euch aussuchen, was ihr damit machen könnt, weil es alles dafür gibt, was würdet ihr tun? Pornhub. Direkt. Eiskalt. Ja. Also, ja, fünf ja. Männer, fünf Antworten. Danke, nächstes Thema. Fünf Männer, eine Antwort. Ja, fünf Antworten in Sachen... Ja, Pornhub ist auch klar. Ja. Ja, Pascal ist eine halbe Frau. Ja, fünf Männer, fünf Antworten, eine Meinung. Also, ich mag beides. Ich selber habe ja auch gar kein Geschlecht, müsst ihr wissen. Ach so. Ach, du bist so wie so ein Regenwurm. Du kannst entscheiden, was du sein willst. Ja, ja. Waren das nicht Schnecken? Ach, das ist alles dasselbe. Ja. Also, okay, gut. Wie Chinesen und Japaner, alles das Gleiche. Das Gleiche. Das Gleiche und dasselbe ist ein Unterschied. Ach ja, erläutere. Möchtest du das erläutern? Dasselbe ist, wenn etwas genau dasselbe ist. Zum Beispiel ist diese Flasche... Wenn ich diese Flasche von der Neuroquelle zweimal habe,
Der Link zu dieser Flasche ist übrigens in der Beschreibung. Genau dieselbe. Dann ist es dasselbe. Wenn es die gleiche ist, ist es einfach eine andere, wo zum Beispiel auch zum Beispiel eine Delle oder sowas drin ist. Aber halt die gleiche, aber nicht dieselbe. Aha. Beispiel, wenn du einen Klon hast, ist das derselbe Klon. Aber wenn der, keine Ahnung, Kopf ab. einen Schwanz hat oder sowas, oder Kopf ab oder was weiß ich, dann ist es halt also das ist so wie, das gleiche. Wie das gleiche Modell oder das gleiche Exemplar. Also im Grunde genommen, das gleiche ist äquivalent zueinander, steht auf einer Ebene. Und dasselbe gehört zusammen. Also es ist macht Sinn, ja. Ja, das ist ein Unterschied. Man mag es nicht glauben. Es macht erstaunlich viel Sinn, so wie er das gerade erklärte. Hätte mir das auch geklärt. Mhm. Professor der Mythologie. Können wir das dann mit nächsten Freitag und kommenden Freitag klären, wenn wir schon dabei sind? Die Diskussion. Kommend ist immer der Nächste, der kommt. Nächster ist nächste Woche. Der Nächste Woche ist eigentlich der Nächste in der Reihenfolge. Naja, doch, nee. Der nächste Freitag. Kommend ist der kommt und Nächster ist der das Nächste kommt. Ja, das liegt alle falsch. Ich habe ich hab richtig. Übernächsten, oder? Ich habe viel mehr richtig als ihr. Das ist Wahnsinn. Also wieder zurückzukommen. Jetzt kann er schon nicht... Ja. Ja, wenn ich eine Kamera, also wenn ich eine Oculus Rift hätte, würde ich wahrscheinlich erstmal, weil das habe ich so an Spielen. Anno kann man, glaube ich, jetzt nicht mit Oculus Rift spielen. Anscheinend, so man kann aber 2D-Spiele schon spielen. Dann wird quasi ein 3D-Raum um dich herum geprerendert und du hast das Spiel quasi wie auf einer Leinwand, so auf die Art. Ja, die Anwendungsmöglichkeiten cool. Für VR sind da mehr oder minder im Spiel und zwar, man kann sich ja theoretisch über VR auch Filme anschauen. Jeden Film, der auch halt einfach 2D ist und genauso funktioniert das tatsächlich auch mit Spielen, die... Also irgendwas ist mit Jaden los. Das Bild ist eingefroren. Diese, die Pose ist gerade sehr, sehr fancy. Der ist derzeit, der ist ein Dimensionsspaller hängen geblieben. Okay, Jaden. Jaden. Sehr geil. Jaden ist weg. Alles klar. Ich nehme hier mal das Wort und der Jaden hat einen Disconnect. Ah, sehr gut. Wir sind alle du wieder, bist da. Wieder da. Wir alle waren nie weg. Du bist wieder da. Wir alle waren nie weg. Wo hat denn mein Gerede für euch aufgehört? Mach das Ganze nochmal. Bitte einmal von vorne. Okay. Willkommen zum Podcast. Ja. Einmal nochmal von vorne. Also, hat jeder ein Audioaufnahmegerät? Ja. An der Stelle möchte ich kurz mal alle darum bitten, ihr Video nochmal neu zu starten, weil das kringelt bei mir gerade rum. Okay. Dankeschön. Ja, super. Jetzt kringelt bei mir auch alles. Bei mir auch. Gezett wirklich. Ich hab dich und alle anderen auch gesehen, aber jetzt sehe ich nichts mehr. Okay. Okay, das ist auch nicht. Ah, jetzt wird's langsam hier noch. Langsam bewegt sich was. Ja. Ja, wir sehen dich. Also ich sehe dich. Oh, du siehst mich. Hallo. Ja. Ich mach nochmal. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass sich das jetzt im Laufe der Zeit eh wieder richten wird. So, wo ich soll nochmal von vorne anfangen. Ja. Die Anwendungsmöglichkeiten für VR, da wird dann de facto gibt's da Programme, die dann eben ein virtuelles Kino praktisch simulieren, auf dem, wo du halt auf eine Leinwand schaust und oder halt du sitzt am Mars und hast eine Leinwand vor dir und so. Und soll angeblich extrem angenehm und entspannend sein. Also da kannst du dann theoretisch eben auch Anno spielen. Genau, also, wie alle anderen kompatiblen. Okay. 2D-Spiele, es sollten echt viele sein. Aber für VR optimiert sozusagen als VR-Umgebung nicht, nein. Die große Frage, die sich mir stellt, ist, wenn ich ein Oculus habe, kann ich dann Steam VR verwenden? Und wenn ich ein HTC Vive habe, kann ich dann auch Spiele spielen, die nicht in der Steam VR drinnen sind? Das ist meine Riesenfrage. Ich gehe davon aus, und das ist was, das versuche ich selber gerade noch herauszufinden, bevor ich mir mein erstes Testgerät bestelle, sozusagen, ich will auch noch herausfinden, wie das genau vonstatten geht und was ich theoretisch damit machen kann, ob es tatsächlich im Endeffekt nur ein erweiterter Bildschirm ist, mit dem ich im Endeffekt alles tun kann, ja, für das er da halt ist. Ja, das wäre halt überaus geil.
Das wäre nützlich zu wissen. Und da es nirgendwo spezifisch gesagt wird, gehe ich tatsächlich davon aus, dass es wahrscheinlich so sein wird. Es hat jetzt Vive hat ja eine eigene Software, die mit dazu geliefert wird. Und ich denke mal, über die kann man relativ viele Einstellungen, beziehungsweise auch diesen Install-Guide über die Software. Und auch Capture und ähnliches machen. Ich denke mal, dass man über die Schiene da recht viel einstellen kann. Und ich hoffe auf eine sehr sehr florierende Modderkultur, was das angeht. Die existiert ja bereits. Also die existiert eh schon seit das Development Kit. Und das muss man Oculus zu, ja, zugute halten. Da die so früh mit den Development Kits rausgegangen sind, haben sehr viele Leute schon sehr viel mit den Geräten arbeiten können. Und deshalb gibt es auch jetzt schon so extrem viel, ich will es fast Shovelware nennen. Weil im Endeffekt ist es das. Das ist das Äquivalent zu CDs, die in Kellogg-Schachteln drin sind. Ja, aber dafür gibt's das alles schon und es ist schon sehr viel ausprobiert worden und Try Not To Move und lauter so Zeug, das ist halt alles nur dadurch entstanden, dass Oculus so offen in der Entwicklung mehr oder minder war. War aber auch, glaube ich, notwendig, damit das Ding funktioniert, weil ein Vive zum Beispiel, habe ich jetzt ein Interview gesehen, wo es drum gegangen ist, seit wann wird das entwickelt, also die sitzen jetzt nicht weniger lang dran als dieses Oculus-Team, sondern eigentlich auch schon länger, genauso wie PlayStation VR. Also die Idee war überall schon da und sie haben alle dran gearbeitet, aber es hat halt keiner öffentlich mehr oder minder bekannt gegeben, weil sie nicht was versprechen wollten, was sie nicht halten können. Die hat den Zug wieder mal verpasst. Microsoft hat den Zug verpasst. Wollen wir da mal kurz drüber reden? Gibt's hier irgendjemand in der Runde, der sehr gerne Microsoft-Produkte verwendet, außer Windows 7? Ja. Also die Live-Cam habe ich, aber sonst. Ah, die finde ich scheiße. Gibt's hier jemand in der Runde, der ein Consolero auf der Xbox ist? Sehr gut, Ruhe. Dann können wir ja offen reden. Hat wer von euch Windows 10, damit Microsoft wir das gleich mal vorab nach 50 Minuten? Ich habe Angst, abzudaten. Die Hälfte sagt, das wäre geil, die andere Hälfte sagt, das wäre scheiße. Ich habe eine Xbox und Windows 10. Ich bin ein richtiger Microsoft-Fanatiker. Oh Gott. Und ich habe ist Logitech gehört auch zu Microsoft, oder? Nein, nicht wirklich. So eine Tochterfirma davon, jetzt mal. Oder? Schau, an sich, ich muss sagen, an sich habe ich jetzt nicht wirklich was gegen Microsoft, aber was ihren Konsolenmarkt angeht, haben sie echt nur Fehlentscheidungen getroffen bisher. Nein, die Xbox ist gut. Ja, die Xbox 360 war okay, aber die Xbox One ist echt zum Fenster schmeißen. Ja. Ich finde einfach, da bei Xbox One das Problem ist nicht die Xbox an sich, sondern dass PlayStation einfach sich die ganzen geilen Titel am Abgeiern ist. Ne? Mhm. Hier Final Fantasy, Ni No Kuni, alles. Ja, das geiert sich die PlayStation ja nicht ab. Das haben sie sich schon vor über 10 Jahren abgegeiert. Deshalb haben sie es. Eben. Until Dawn, oder? Ich mich aber einfach dermaßen ab. Ne? Es weißt, ist auch schade. Ich würde mir gerne Xbox kaufen, aber kaufe mir sie nicht, weil ich gerne Final Fantasy oder Ni No Kuni spielen möchte. Mhm. Die Sache ist halt die, ich glaube, also ich muss ehrlich sagen, also was ich, alleine was, wo die Konsolen rausgekommen sind, die neuen, alleine was ich da an Performance-Issues gesehen habe, schon bei der Xbox One, muss ich sagen, okay gut, alleine wie die Software da teilweise einfach nicht will und das Laden von einer Disk, die du einschiebst, teilweise ewig dauert oder gar nicht funktioniert in 3 von 4 Fällen, ja. Also das sind so Sachen, die sind einfach nicht tragbar bei einer Konsole dieser Generation, sage ich jetzt einmal. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass das Sachen sind, die haben sie mittlerweile gefixt, aber ich muss sagen, man muss schon die Tatsache ins Auge sehen und ich sage jetzt, das ist jetzt keine Fanboy-Richtung, sondern damals die Xbox 360 war einfach die prävalente Konsole gegenüber der PS3 und die war auch der PS3 absolut ebenbürtig und das kann man nichts dagegen sagen und sie war in vieler Belang besser, vor allem Online-Play und Netcode. Aber in der Generation hat Microsoft komplett den Zug verpasst, vor allem mit ihrer dummen Entscheidung, echt den Leuten Kinect aufzuzwingen. Das ist leider dieses leidige Thema. Ja, das leidige Thema Kinect, und wir haben es auf der letzten Convention auch bemerkt, die wollten gar nicht mehr über das Kinect reden. Also Kinect-Gerät hingestellt, einfach schon aus, ich weiß nicht warum, aus Angst der Fragen oder... Weil sie es schon aufgegeben haben, ich kann die Entscheidung da nicht irgendwie nachvollziehen, aber ich hoffe, dass sie da dass sie da noch was in Rückhand haben, dass sie vielleicht schon was anderes als der Kinect quasi entwickeln oder entwickelt haben. Aber weil ich hoffe nicht, dass sie da irgendwie in die letzten Jahre in Kinect hinein investiert haben.
Ich glaube nämlich, ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Kinect der Grund ist, warum es von Microsoft kein Konkurrenzprodukt im VR-Markt gibt. Weil das quasi VR ist, auf die Art. Weil das so dermaßen in die Hose gegangen ist, weil sie ein Risiko eingegangen sind und das sich echt nicht ausgezahlt hat. Dass quasi im Endeffekt das Kinect deshalb so getankt ist, weil ja quasi schon eine Wii existiert ist und jede quasi für Kinder vermarktet ist und eigentlich jeder schon eine Wii hatte, der sowas machen wollte. Die Wii war billig, gut. Die Wii war zugestopft mit lauter Shovelware, die billig und schnell zu konsumieren war. Das war das Fastfood der Konsolen in Wirklichkeit, gerade für Kinder. Und da brauchst du kein Kinect und kein PlayStation, kein Xbox 360. Vollpreistitel für Kinect. Da musste man mal die Eltern auch mal, beziehungsweise die ältere, die das dann bezahlen, muss man mal ein bisschen hineinnehmen in die Gleichung. Und ja, nein, ich habe es jetzt vor allem jetzt mit der Wii U und den Preisen für Wii U-Spiele auch wieder bemerkt. Also Nintendo ist echt weit unter den Preisen von anderen Herstellern, aber dennoch was immer die noch Spiele angeht. Ja, ja, aber da habe ich eher das Gefühl, ich kaufe in vor über 10 Jahren Spiele ein und nicht jetzt, wenn ich Nintendo-Spiele mich umschaue. Ja, also ja, das rein vom Preis, von der aber Preisgestaltung ich möchte her. Wieder zurückkommen auf die VR-Geschichte. Und zwar, ich habe heute angezockt Adrift. Das ist das Spiel, wo man im sicher das darfst Spiel du da überhaupt drüber reden? Gestern. Ist das schon draußen? Jaden, ich sehe dich wieder. Sehr schön. Ich sehe den Jaden. Wen seht ihr jetzt? Alles nur so den Pascal sehen wir nicht und den Basti sehen wir auch nicht. Was? Ja. Please. So. Guys, please. Ich habe dieses Spiel quasi jetzt die ersten 20 Minuten angezockt und ich war einfach nur begeistert, weil ich bin halt einer, der seit knapp 15 Jahren jedes Science-Fiction-Spiel, Film, Buch, was auch immer, konsumiert wie irgendwas. Da bin ich ein wirklicher Fanboy, was das angeht. Und zum ersten Mal auch wirklich eine 3D-Weltraumsteuerung, die nahezu realistisch ist, quasi wenn man in eine Richtung beschleunigt und dann driftet man auch weiter, wie es im Namen schon so geil steht, Adrift. Und das ist auch VR-ready, beziehungsweise das ist quasi für VR entwickelt worden. Und das stelle ich mir richtig geil vor, weil das ist grafisch nämlich super top. Das ist noch einmal eine Stufe höher als Subnautica und noch einmal polisher und noch richtig gut, aber jetzt nicht zu übersättigt mit Grafik, sondern einfach nur schön anzusehen. Und da bin ich richtig geil drauf, das in VR zu spielen, weil holy fuck. Weil wenn du dann die Kopfhörer aufhast und das Headset, dann fühlst du dich ja quasi wie in diesem Raumanzug. Und da ist, glaube ich, die komplette Experience eine ganz andere. Wie wenn du vor deinem Computer sitzt und dich jetzt nicht quasi so eingeengt fühlst wie in deinem scheiß Raumanzug. Guter Punkt an der Stelle übrigens auch. Also jetzt aus eigener Erfahrung und auch aus dem, was man so in Testberichten liest und hört. Viel, was uns als Menschen halt dazu bewegt, zu reagieren, wie wir reagieren körperlich, ist tatsächlich damit verbunden, also unser Sinn von Gleichgewicht und allem, ist tatsächlich ja über Gehör und Sehen. Und genau diese zwei Dinge deckt eben ein gutes VR-Spiel mittlerweile ab. Und da haben wir gestern ein relativ gutes Beispiel gesehen, wir haben uns ein bisschen was von Tested angeschaut zum HTC Vive. Wie zum Beispiel, man wird halt eben auf so einen Balken in einer Schlucht teleportiert, wo man halt eben draufsteht. Und auch wenn man hier nicht balancieren muss drauf in Wirklichkeit, man tut's automatisch, weil man das Gefühl hat, man fällt sonst runter. Die Windgeräusche geben einem das Gefühl, dass man gleich das Gleichgewicht verlieren könnte. Also, es ist erstaunlich, wie das wirklich einen psychisch abholt auch. Und ich muss persönlich sagen, dass auf das ich mich am meisten in dem Bereich dann schon freue, ist tatsächlich ohne Horrortitel Scheiß. Wenn also, ich je einen Horrortitel mit einem scheiß VR-Headset kaufe, dann ist entweder mein VR-Headset kaputt, meine komplette Peripherie, was PC angeht, mein Fernseher, mein scheiß Monitor, alles ist kaputt, weil ich das Ding einfach nur von meinem Kopf werfen werde, weil ich nicht in dieses Experience eintauchen will. Weil das Problem ist, ich bin so ein Mensch, ich kann sehr schnell in ein Computerspiel oder irgendwas eintauchen. Und gerade beim Jaden zu Hause, in seinem riesigen Fernseher, sind dann einfach mal Horrorspiele so ziemlich prominent. Und nein, das geht nicht. Ja, weißt du, dann kommt der Piggyman und reißt dich aus dem Kasten. Also nein, danke, Horrorspiele spiele ich sicher nicht mit einem VR-Headset. Fick dich, nein.
Alien Isolation gab es ja mit der Oculus damals und das war auch ziemlich heftig gewesen. Ja, mit Alien Isolation, da habe ich ein scheiß Review da schreiben müssen. Das wollte ich auch noch irgendwann machen. Ja. Aber ich habe Angst, das zu machen. Tu es. Bitte. Tu es. Ich habe es damals einmal angezockt, aber das dauert doch übertrieben lange. Weil nach Soma war ich schon froh, als ich Soma fertig hatte. Ihr meintet mal bei Couchbox, ja, Soma wäre nicht so geil wie Amnesia, dachte ich mir, hey, habt ihr schon mal gezockt irgendwie? Die Meinung, die sich irgendwer bildet, ist nicht meine. Amnesia ist tatsächlich eines von den Spielen, ich regrette es bis heute, dass ich angefangen habe, mir damals ein Play anzuschauen. Ich hätte es gerne blind gespielt, aber da ich das Play gesehen habe und es eben nicht blind spielen kann, wir sehen den Brain wieder. Hey! deshalb habe ich beschlossen, ich heb's mir auf, bis ich ein VR-Gerät irgendwann einmal zu Hause habe und experience das dann mit einem VR-Gerät tatsächlich. Ah, tu dir nicht am Ninja 2 an, das ist scheiße. Nein, das Machine for Pigs habe ich. Ich hatte so große Hoffnung, allein ich den Trailer gesehen habe, aber das Game an sich war. Ja, leider. Das sind Amiibos. Hast du die ganzen geilen Figuren her, jetzt mal ohne Witz, meine. Oh, der Brox zeigt wieder seine Amiibos her, da. Star Trek oder was? Schwarz. An der Stelle, meine Lieben, gibt's ein kleines Päuschen. Ihr hört jetzt wieder einen OC-Remix-Track. Der Name steht auf dem Bildschirm und unten in der Beschreibung gibt's den Link dazu. Bis gleich. Ciao, baba. So Passagen mit den ganzen Drohnen und alles, wo ich mir denke, langweilig. Nein! Ja. Du kannst einfach voll den Verfolgungswahn und du stirbst ganze Zeit. Cool. Also das Spiel hätte gerne zwei solche Passagen haben können und es wäre okay gewesen, aber so viele, wie es hatte, waren zu viel. Es hat ein bisschen so den Drive rausgenommen. Du hast instant das Gefühl, diesen Disconnect zwischen den Spielmodis sozusagen. Du spielst die ganze Zeit Batman und in jedem Batman Arkham Game bist du einfach die ganze Zeit Batman und im Batmobil bist du immer noch Batman und du fühlst dich außer wie Batman und dann machst du den Panzermodus an und du bist nicht mehr Batman, du bist jetzt ein Panzer. Und das ist so, Ich glaube Arkham City war eh das Beste, glaube ich, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich fand tatsächlich Arkham Asylum noch am besten eigentlich. Weil es genau die richtige Größe hatte, finde ich. Es war cool, dass man so viel Platz zum Erforschen gehabt hat in den anderen Teilen, aber es war mal zu viel dann irgendwie schon. Weil Origins fand ich nicht geil. Nee. Origins war ja auch nicht vom Hauptentwicklerteam, aber es war irgendwie trotzdem cool, weil ich die Story, die sie dadurch erzählt haben, nicht schlecht gefunden habe. Aber das Gameplay war Müll, also man hat es auch gemerkt. Also. Boah, Digga, ich kann irgendwie nicht mehr sitzen. Steh mal auf.
Grain. So, und jetzt probier es. Oh, nee. Ein Illuminaten-Shirt. Ich weiß es nicht. Nee, bestimmt immer noch, ne? Das hast du extra angezogen, ja. Ne? Oh, da ist er. Ah, da bin ich. Sehr gut. Hey, das Shirt habe ich auch. Was machst du? Na, er macht jetzt den Walkman. Er richtet sich seine Eier. Achso, dein Stuhl ist grün, alles klar. Schwarz. Das ist nämlich ganz schwarz. Wäre scheiße mit Greenscreen jetzt. Genau so grün wie das Grün hier, das ist genauso grün. Das ist mein. Hat ein Nintendo 64 und Nintendo Wii. Oh, Nintendo 64 ist die geilste. Die war so geil, das gibt's gar nicht. Sag nur NES. Uah. Ja. Beste. NES hatte ich auch. Ja, S- ja, der SNES ist besser. Die kriegst du jetzt für 5 Euro auf Ebay haben. Oder so, ich letztens gesehen, dachte ich ja. Mir. Ja, ich habe mir letztens überlegt, es zu holen, weil 5 Euro ist nichts. Ja, das Problem ist, ich sitze dann wieder mit dem Gerät da und kann es nicht richtig anschließen, das nervt. Weil dafür brauchst du wieder einen ordentlichen Röhrenbildschirm, damit das Bild ja, ordentlich ausschaut, dass ich komplett verschwommen habe. Ja, Ebay-Kleinanzeigen. Ja. Weil dieser 3DS reizt mich irgendwie nicht. Ja doch, der reizt mich. Keiner, ich brauche das nicht. Pokémon. Ich möchte einfach irgendwo, wo ich bin, Pokémon spielen können. Das Problem, was ich mit dem 3DS habe, ist, ich möchte unbedingt, da ich ja extremer Ocarina of Time Fanatiker bin und Majora's Mask Fanatiker bin, hat mich das Ding irgendwie voll in seinem Bann, weil ich brauch's irgendwie. Einfach nur, damit ich die zwei Spiele nochmal spielen kann, unterwegs auch und so. Mhm. Aber für was anderes an sich, ja, Monster Hunter 3 vielleicht, aber... Ich spiel's jetzt gerade zum ersten Mal auf der Wii U nämlich und es ist fantastisch. Es ist genau das richtige Spiel, also... Ich bin ja sowieso so ein ihrer alles 1000 Sachen auf einmal machen, danke, sofort. Bei der Wii U hatte ich anfangs Angst, dass sie nicht so lange aktuell bleibt, weil Nintendo Wii ja, hat ja, schon fast jeder vergessen jetzt. Die ist jetzt, auch ne? Sehr, sehr lang aktuell ja. Gewesen. Ja. Ja, für die Wii wird ja heute noch Shovelware produziert, also. Gerade für Let's Player ist es eine Goldgrube. Ich habe eh vor, demnächst irgendwann einmal auf Amazon wirklich einmal so 15 Crap-Spiele für die Wii zu bestellen. So, weiß nicht, Cooking Mama oder irgend sowas. Ja, also, lauter so Bullshit, den man einfach so zwischendurch reinhauen kann für so One-Offs oder so. Also das ist einfach perfekt. Die Wii war schon geil. Mario Kart war geil. Ja gut, aber Mario Kart sind ja fast alle Teile eigentlich tipptopp. Also da kann man, glaube ich, also ich glaube, das von der Gamecube war am geilsten, glaube ich, mit den zwei Personen. Double Dash war das, ja. Double Dash. Ich muss sagen, also ich bin lange Zeit nach dem N64 nicht mehr in Mario Kart reinkommen, bis dann, ich glaube, das zweite Mario Kart, das auf der Wii rauskommen ist. Ich glaube, zwei sind rauskommen auf der Wii, oder? Ja. Das zweite, das dann auf der Wii rauskommen ist, da bin ich dann wieder ein bisschen eingestiegen und da habe ich dann erst gesehen, was ich alles verpasst habe an Neuerungen und so, also. Aber es ist extrem cool immer noch. Also da hat sich an der Formel nicht viel verändert, es funktioniert. Sitzt du nicht zu viel Grain, oder? Ob du nicht zu viel sitzt? Ja, nein. Och. Nee, ich stehe gerade. Wie findet ihr eigentlich jetzt Battlefront? Oh. Kannst sowas von vergessen, Thema. Das Spiel. Ja, ne? Ja. Nee, wir haben das gestern noch gezockt, aber irgendwie... Ja, Battlefront ist halt Crap, sind wir uns ehrlich. Es ist, es noch nie hat sich Star Wars so gut angefühlt, so gut ausgesehen oder sich so gut angehört. Problem ist nur, keine Langzeitmotivation für nichts. Ja. Und die ganzen DLCs, die kannst du eh in die Tonne kloppen. Ja. Ja. Ja, aber das ist EA wieder, das ist typisch ja. EA. Und das ist zum Kotzen wirklich. Da hatte ich auch schon Angst, als ich gehört habe, dass EA der Publisher sein wird. Ja, es ist ja auch nicht Battlefront, es ist EA Battlefront. Ja. Ja, weißt du, das hat mich auch extrem aufgeregt, ne? Weil ich hab mir halt dann gespart gehabt, Geld, ne? Und hab mir dann Battlefront 22.05 ist immer noch der bessere Deal. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Und ja, aber ich hab in beide Spiele einfach mal übelst wenig Spielzeit, ne? Die haben halt übel Spaß gemacht und dann hattest du danach keine Motivation mehr. Super. Hat trotzdem mich 80 Euro gekostet. Ja, deshalb muss ich wirklich dazu raten, jedem, gerade heutzutage, wenn man am PC zockt, rate ich jedem dazu, sich auf Indie-Games zu stürzen. Ja, Indie-Games, wollte ich gerade sagen. So viele Perlen. Alleine Orcs Must Die jetzt hat mich so lange am Spielen gehalten. Und so Sachen wie, keine Ahnung, ja, Keep Talking and Nobody Explodes, Nautica, solche Sachen, ja. Ich war damals ein großer, ja, Stardew Valley, hat mich dafür noch süchtig gemacht. Stardew Valley. Ne. Harvest was aber Moon auch richtig 2.0. Geil ist jetzt Trackmania. Harvest Moon war aber geil. Deswegen. Ja, Harvest Moon ist awesome.
Deswegen liebe ich das Spiel bis über alles. Ich habe noch nicht mit Stardew Valley angefangen, weil ich Angst habe, dass ich dann alle meine Zeit in dieses Spiel rein investiere. Also das ist echt geil. Existieren eigentlich noch spielbare Server für Star Wars Battlefront 2? Ich glaube nicht, ne? Das wurde auch abgestellt. Nee. LAN. Nee, ne, leider nicht. Gibt's da nicht Privatserver oder sowas? Bestimmt, oder? Leider. GameSpy ist ja irgendwie pleite gegangen, ne? Deswegen. Vor allem gerade so Multiplayer-Only-Spiele von EA, da bin ich sowieso vorsichtig, seit sie damals Battleforge komplett eingestampft haben. Das war eins der geilsten Spiele meiner Meinung nach ever und dann waren auf einmal die Server weg. Aber ja. Das ist wieder irgendwie so. Snippy-Game. Achso, wir haben ja schon wieder einen Beitrag released. It's ein scheiß Game. Ich finde aber, Ubisoft macht genau dieselbe Scheiße. Hey, nein, Ubisoft ist genau der gleiche Sinn. Ja. Don't be mistaken, they are the devil too, ja. Das ist so, ja. Das ist echt traurig eigentlich. Tomato, Tomato. Wobei, ich finde gut, dass sie jetzt da sagen, yo guys, wir machen erstmal eine Pause. Boah, das ist so gut, ja. Ich bin mal gespannt, wie das nächste Spiel dann jetzt wird, aber wenn das auch scheiße wird, dann RIP Assassin's Creed. Das einzige Assassin's Creed, das man spielen kann und das wirklich gut ist, ist Black Flag. Ja, Black Flag ist geil. Nein, Assassin's Creed 2 auch. Und 3 war eigentlich auch ziemlich geil. Ich muss 3 noch zocken überhaupt. Ich habe irgendwie Assassin's Creed 2, Brotherhood und 4 gezockt. Ich habe auch 1, 2, Brotherhood und 4 gezockt tatsächlich, ja. Und immer mal wieder in die anderen reingespielt, aber so wirklich warm geworden. Das Problem mit 3, das Problem, das ich mit 3 gehabt habe, war, es war alle Assassin's Creed davor immer noch dasselbe. Das ist auch das gleiche Problem, das ich eigentlich mit Black Flag habe, aber in Black Flag gibt es wenigstens Piraten. Ja. Leute, guck mal. Ja, stimmt, das war eine coole Idee. Und mit Schiffen. Ah. Ja, man muss über Steam kommen ja noch miteinander zu spielen irgendwie, ne? Oh Gott, Polygon, Alter. Schlimmste Seite im Netz, Alter, wirklich. Scheiß Gawker-Troll. So.
Hallihallo und herzlich willkommen zurück aus dieser winzig kleinen Pause. Wir werden jetzt noch ein bisschen, wir werden das VR-Thema mal für heute ein bisschen ruhen und sacken lassen. Wir haben ja bemerkt, dass wir doch eher in den anderen Gesprächsthemen aufgehen. Das ist auch okay so, der Couchcast ist genau dafür da. Als allererstes würde ich sagen, wir machen mal ein bisschen shameless Self-Promotion an der Stelle. Gekoppelt und gepaart mit, was habt ihr so die letzte Woche über gespielt? Fangen wir mal mit dem Pascal an. Also, Stardew Valley erstmal. Als privat jetzt oder auf dem Kanal? Ja, Privatkanal, wie du möchtest, ist egal. Kanal, das wäre für mich ja unfair. Stardew Valley? Sehr lang so, ja. Das finde ich momentan ziemlich geil. Und Nightmare House 2, aber sonst. Und gestern hatte ich schon noch einmal mit 4 Nacht. Oh. Aber ja. Sonst. Nee. Also war die nicht ganz geil, neuen Waffen, nicht geil. Die haben mich voll abgefuckt. Ja. Spielst du es am PC, oder? Oh ja. Ja, muss. Ja. Ist, glaube ich, auch die bessere Entscheidung. Und, ja. Und wie ist die Singleplayer-Kampagne? Die ist sehr... Das ist ein guter Witz. Ja. Ich dachte, du meinst gerade diese Trainingsmission da, aber... Die sind sogar besser als der Multiplayer. Dieser Survival, der macht eigentlich ganz gut Bock. Mit dem Kollegen. Ja, den haben wir auch hinter. Aber der Rest nicht. Oh ja. Leider nicht. Also, was hat der Fear-Nord denn so gezockt? League of Legends tatsächlich ganz, ganz viel. Sehr viel. Ganz, ganz viel. Oh, wer hätte das gedacht? Star Wars Battlefront gestern mit dem Pascal. Oh, wer hätte das geahnt? Oh ja, ist unglaublich. Und Stardew Valley habe ich auch gespielt. 43 Stunden. Ist natürlich schuld, dass ich jetzt süchtig nach dem Game bin. Wie viel? 43 Stunden nach einer Woche. 43 Stunden. Ja, ich glaube 12 in einer Woche. Stunden, also Witcher 3 durchgehend quasi. Ja, also Witcher ist aber auch lang, man will immer dranbleiben, das ist das Problem. Ja, das gut, hat ja fast Terraria-Ausmaße. 72 Stunden investiert. Irgendwie sowas. Ich schau grad nach. Mhm. Ich muss sagen, Terraria fand ich jetzt nicht so geil. Also boah, alleine macht es nicht awesome. So viel Bock. Aber nein, mit Kollegen auf jeden Fall. Ja, alleine ist nicht Grain so geil. Gezockt? Privat. Ich hab LOL gezockt und ich zocke eigentlich gar nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Ich habe fast keine Zeit dafür. Ja, doch im Bett manchmal, ne? Ja, mit meiner rechten Hand. Ich mich an meinem Joystick ein bisschen rum. Nein, was habe ich gezockt? Ja, CSGO halt so Classic-Dinger, ne? Also nichts Besonderes. So richtiger Mobile. Also auch Candy Crush und sowas auch. Suchti oder Shooter. Ja, nein, überhaupt nicht. Doch. Wirklich nicht, also wirklich. Ich, wie kann man so spielen? Ich hab Clash Royale gesuchtet, ja. Wow. Geometry Dash ist auch so ein Rage-Game, meine ich. Ja, boah, Junge. Ja. Ja. Ich talk's manchmal am Abend. Ich hab da mega gute Laune. Ich dachte mir, ja, jetzt eine Runde Geometry Dash. Danach nicht mehr. Nachdem ich bei der Aufnahmesession von Schäden recht gut drauf war. Habe ich ins Bett gehauen, habe einen Film rennen lassen, habe mir das Wii U Gamepad geholt und habe Super Mario Maker gespielt. Ich habe so geraged. Oh ja. Mein Skill hat sich verbessert, aber ich habe so geraged. Das ist ein Wahnsinn. Ich glaube, ich habe insgesamt gestern 3,5 Stunden Mario Maker am Stück gezockt und denke, oh, es ist ja schon fast 2:30 in der Früh, dann gehen wir mal vielleicht ein bisschen schlafen. Ja, vor allem diese ganzen Entwickler von den ganzen Maps meinen so, ja, nach 4 Stunden habe ich es einmal geschafft, ich lade das mal hoch. Weil ich arbeite ja. Nicht in der Prozentzahl, ich spiele so Maps, die jetzt, was ich 9% Abschlussrate haben, die mache ich gar nicht auf, weil ich weiß, dass ich die nicht schaffe. Ich meine, diese ganzen Auto-Mario-Maps, die können mir auch gestohlen bleiben, aber sowas, so um die 20-30%, sowas, das ist okay. Man muss ja an der Stelle nochmal erwähnen, das ist das erste Super Mario, das also du Brock spielt. Effektiv spielt. Und ich habe zwei richtig coole Maps gemacht. Und meine erste Map, die ich hochgeladen habe, die haben schon 5 Leute gespielt. Also, Fame hier, ha? Huh? Kommt. Jetzt kannst du auch sagen, dass du Game Designer bist, wenn du beim Starbucks sitzt und dein Screenplay schreibst auf deinem Laptop, auf deinem Mac. Fancy, fancy. Ich bin Game Designer / Producer / Writer / CEO / CFO, keine Ahnung, / UFO / YouTube Fame Anwärter. Ja. Das sehe ich gar.
So, dann würde ich sagen, plackt nochmal ganz, ganz selbst schamlos eure Projekte und was ihr so macht. Bitteschön. Jetzt ist eure Möglichkeit. Also, lassen. Wir von der Dattelkiste, wir machen Beauty-Videos, empfehlen euch vegane Lifestyles und easy Produkte. Ja, aber wenn ihr jetzt keine Shopping-Halls macht, vorstellen, dann sollt ihr selbst vorstellen. Echt? Natürlich. Ist doch klar. Wir machen auch private Modenschauen, machen wir auch noch auf unserem Channel. Für so Klamotten und so. Natürlich. Wir hatten letztens erst so eine schöne Schlammmaske. Und eine gute Rezeptur für so ein Eiweißshake. Zuletzt ist auch Life in the Woods. Oh ja. Wir leben natürlich alle in Wäldern. Deshalb hast du auch Internet und ein Greenscreen. Das ist alles biologisch abbaubar. Das ist in der Natur schon ein Greenscreen. Also hinten mit so einem Rucksack anschnallen. Aber nur im Sommer. Also ich habe vor meiner Haustür so einen Bären in so einem Käfig, der in so einem Laufrad das läuft. Das ist aber gar nicht Strom-Lifestyle. Das ist also ich komme über Tiere ausbeuten. Ah, das geht aber gar nicht hier. Da frage ich mich ja, wie der Bär überhaupt in der Region überleben soll. Ich habe ihn bezahlt. Teddybär, Weißbär, Schwarzbär, Braunbär, Eisbär, der ein Weißbär ist. Also ein Braunbär, also Grains Vater eigentlich. Shots fired. Das waren gerade die unsichtbaren Webcam High Fives. Ja. Ja, für unsere Zuschauer. Ich auch sehen. Ja, ist mir doch egal. So. Nee, jetzt nochmal. Fickt euch alle. Grain, was machst du so, wenn du nicht gerade hier bist und wieder weg musst? Also wir machen Gaming nochmal. Also, ja, wie gesagt, ich bin der Typ, der Gaming macht. Und ich mache niveaulose Comedy seit 2015. Gewöhnlich mache ich eigentlich auch ab und zu mal ein bisschen Beauty-Videos. Das gefällt mir auch sehr gut. Ist auch meine Bibis Beauty-Palatze, ist da auf jeden Fall mein Vorbild. Ja, ich lache hier, das ist so schön. Ich habe gerade Gedanken an Bibi. Ich finde es einfach so schade, dass Julien es ihm einfach weggenommen hat, Mann. Aber wir sind ja nicht bei Beziehungsbörse, sondern wir sind hier. Wahrscheinlich lache ich, weil ich traurig bin, ne? Wir sind ja nicht bei Beziehungsbörse. Wo habt ihr euch kennengelernt? Auf knuddels.de oder? Nein. SchülerVZ. YouTube. SchülerVZ. Und was kann ich jetzt abschließend sagen? Irgendwas, was die Welt bewegt, irgendwas Bedeutendes. Gott schütze Amerika. Ich mag Lasagne. Nee, ich mag Lasagne. Echt auch kein schlechter Insatz. Ja. Das ist tiefsinnig, das ist sehr tiefgründig. Ja. Tja, ihr wisst ja, wir sind wie immer eure Couch-Schnups. Was wir machen, wisst ihr eh, das brauchen wir keinem erklären. Wir sitzen auf einer Couch und machen Bullshit. Das war's für dieses sehr witzige, kleine, unterhaltsame Ding, das nicht ganz so klein geworden ist. Tatsächlich gibt's jetzt nach dieser wundervollen Verabschiedung das ganze Pausenmaterial noch zu hören. Zumindest im großen Teil. Ein bisschen zusammengeschnitten. Oh nein, nicht alles, aber es ist ein bisschen raus. Ein bisschen zusammengeschnitten also natürlich. So, die Highlights. Ja, sowieso. Aber bitte nichts homoerotisches. Das können wir das kommt in ein extriges Video dann. Was ist jetzt eigentlich ein Tag? Warum die dann nicht Boyfriend Day schreiben? Und dann denke ich mir, jetzt schreiben auch diese ganzen amerikanischen Blogger Tag, also Tag, was ist das? Und dann bin ich erst drauf gekommen, dass das irgend so ein Scheißdreck ist, so wie in so ein Hashtag-YouTube-Ding, Tumblr-Arsch-Ding. Ja, man muss so Fragen beantworten und dann den Tag jemand anderem. Oder man macht ihn einfach selber rübergeben. Ungefragt. Da kontrolliert keiner, da gibt's keine Polizei. Da gibt's niemanden, der das Law enforced. Also ich hab's nur einmal gemacht, aber da wurde ich auch gefragt. Keine Ahnung, so 20 Fragen über dich, Tag oder so. Da habe ich dich doch getaggt. Nein, das war der Max, der Dr. Querz, falls du ihn noch kennst. Nee. Ja gut, musst du auch nicht. Ich hab grad einen Kanal gefunden, der heißt Stativ.tv. Der hat sich Stativ genannt. Und das ist unsere wöchentliche Couch Talks Empfehlung tatsächlich. Stativ TV, schaut's mal vorbei. Digga, Stativ TV. Was macht der für Videos? Der hat 4 Videos hochgeladen. Ohne Stativ. Ich bin Stativ TV, ich brauche kein Stativ, weil ich bin besser als ein Stativ. Kann ein Stativ das?
Na gut, meine ich Lieben. Ich habe gerade voll die Idee für ein neues Kanalkonzept. Ich könnte hingehen, einfach jedes Video ein Getreidekorn zeigen. Es gibt auch einen Kanal, der heißt Homo LP, also. Homo LP? Ja. Ne, da ist gibt der Name. Wir jetzt alle ja, YouTube-Channels auf der Welt zeigen und benennen, würde ich sagen, wir beenden das Ganze mal. Das nächste Mal beim Couchcast, wann auch immer der sein wird, gibt's wieder ein bisschen andere Themen. Und definitiv werden wir diese Themen auch nicht zu Ende reden, so wie immer. Ciao, Baba. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss mit X.